Brücken bauen, puh. Eine Brücke braucht ja erstmal ein wirklich gutes Fundament. Brücken sind, wenn sie da sind, total selbstverständlich, aber wenn sie fehlen, merkt man erstmal, wie wichtig sie sind. Wir beobachten, dass die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet und zwischen den einzelnen gesellschaftlichen Positionen wird es immer schwerer zu vermitteln. Erst wenn wir zuhören und verstehen, worum es geht, dann können wir Lösungen finden und dann können wir gemeinsam daran arbeiten. Ja, Kultur baut Brücken, indem sie unterschiedliche Seiten verbindet. Links und rechts, Ost und West und Menschen eine neue Perspektive gibt. Dass die Menschen, die Zuschauer, einen Einblick in andere Welten bekommen und viel mehr Menschen verstehen. Ich glaube, dass Kultur eben genau das schaffen kann, dass es Geschichten erzählen kann, Facetten zeigen kann. Da geht es um Zugänge für Menschen schaffen, die genau aufgrund ihrer nicht vorhandenen Privilegien vielleicht erstmal nicht die Zugänge dazu haben. Brücken bauen ist auch in diesen pandemischen Zeiten eine der ersten Aufgaben für alle die Menschen, die Kultur machen. Berlin ist so besonders, weil es einfach lebhaft ist. Hier passiert viel und vor allem ist Berlin mutig. Berlin ist komplett divers und das ist auch das, was Berlin ausmacht. Hier triffst du Menschen aller Couleur. Es gibt eine starke Filmakademie, der Schauspielerverband ist stark. Die Produzenten sitzen hier, die Regisseurin, also unheimlich viele kreative Menschen, die weiter Geschichten erzählen wollen. Ich liebe diese Stadt. Man kann besondere Arten der Kunst und der Vielfalt kennenlernen und das erweitert jeden Horizont. Das Potenzial der Stadt ist groß. Ich finde, dass Berlin für die deutsche Kultur unglaublich wichtig ist. Hier lebt Kultur aus jeder Ecke. Ich kann in die Oper gehen, ich kann ins Theater gehen, ich kann ins Museum gehen, ins Kino gehen. Deswegen gehört der Schauspielpreis auch nach Berlin. Weil er zeigt, dass es eine neue Selbstverständlichkeit für People of Color gibt, für queere Personen und dass die Einwanderungsgeschichte der Eltern oder Großeltern nicht mehr erklärt werden müssen. Je mehr von uns mitspielen, desto mehr sieht man, boah, haben wir eine tolle, bunte Gesellschaft. Wir müssen erstmal intern miteinander ganz viel aufholen und parallel dazu anfangen, Signale in die Gesellschaft zu senden. Man kann eigentlich überall, wo man lebt, Brücken bauen mit der Kultur. Man muss es nur machen.